Mein Kollege Roman Knoblauch ist auch im wahren Leben eine Sportskanone. In seinen Jugendjahren als nordisch Kombinierter im Wintersport erfolgreich, begeistert er sich heute für Marathon und den sogenannten Sommer-Dreikampf. Zuletzt in Aktion beim Altmark-Triathlon. Härtetest mit Knoblauch. Da hatte er noch gut lachen, der Roman Knoblauch. Seine Konkurrenten dagegen schon angespannter. Und Roman, Sekunden vor dem Start, dann auch irgendwie. 1500 Meter durch den See bei Wischer in der Altmark, Leiden im Fokus der Ehefrau. Also die erste Runde war die schlimmste, erstmal in den Rhythmus reinzufinden, reinzukommen. Und wenn so viele auf einmal losmachen, hast du immer irgendeinen Arm oder einen Fuß im Gesicht. Das ist nicht ganz ungefährlich und kommst automatisch aus dem Rhythmus raus. In der zweiten Runde ging es und ich habe mich dann eingeschwommen und das war okay. Es konnte also nur noch alles besser werden und Roman wäre nicht Roman, wäre er nicht zuversichtlich. Schwimmen ging gut. Also, jetzt kann es nur noch leichter werden. Bis gleich. ...43,5 Kilometer im Sattel über altmärkischen Asphalt. Ein bisschen Tour de France-Feeling kam auf. Die Radstrecke war relativ flach, aber die war rutschig, weil es nass war. Und ja, Erholung. Also es war von allen drei Disziplinen das Angenehmste, sagen wir es mal so. Dem angenehmsten folgt dem Triathlon jene Phase, wo auch Roman den inneren Schweinehund überwinden muss. Weg mit dem Rad, auf zum letzten Gefecht. Ja, schöne Strecke. Ja, ihr seid ja ein bisschen Schatten gefahren. Ja. So war dann nebenbei bemerken, ja. Gibt's aber Mecker. Den hol ich mir jetzt. 10 Kilometer per Pedes. Das letzte Teilstück des olympischen Triathlons. Das schwerste, das schmerzlichste. Und dennoch. Aber hier geht's gut. Die ersten 2 Kilometer beim Laufen. Also vom Rad zum Laufen, das ist immer die Hölle. Tut der Rücken weh, tun die Beine weh. Nach 2 Stunden, 24 Minuten und 15 Sekunden hatte die freiwillige Quälerei für Roman ein Ende. Bestzeit. Und die scheint auch Töchterchen Marie imponiert zu haben. Ja.